Und heute in der Umfrage der Woche: Romantik, Wein und Erotik. Wie hängen diese drei Worte zusammen? Erotik und Wein, wie hängt das vielleicht zusammen? Ja, Erotik hängt nur mit Rotwein zusammen. Wieso nur mit Rotwein? Ich weiß nicht, wer rot ist. Rot verbindest du mit Liebe? Ja. Also wenn ich im Garten sitze und trinke ein Glas Wein und mit einem Grün, dann finde ich das schon romantisch. Und es hebt die Stimmung. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Weinlaube, Sie haben einen herrlichen Überblick über die Weinberge, sehen den Sonnenuntergang. Was kann es Schöneres geben, als hier ein tolles Gläschen Wein zu genießen? Nachdem der Wein dann ja, das, wie soll man sagen, die Hemmschwelle senkt, die Lustbereitschaft steigert. Das ist ganz normal, oder nicht? Kann ich wirklich weniger sagen dazu. Romantik, ja. Ein wenig bei Kerzenlicht ein Weindring ist sicher nicht schlecht, aber ab und zu. Ja, ich meine, wenn man abends so zusammensitzt in der Weinlaube, beim schönen Glas Wein, zu zweit. Ja. Sie ist romantisch dann? Ja, schon. Die Umfrage war jetzt Romantik und Wein. Wie passt das für Sie zusammen? Naja, das passt sehr gut zusammen, Romantik und Wein. Ich glaube, das war immer beieinander. Ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Wenn man ein gewisses Quantum an Wein getrunken hat, dann ist man sicher erotisch auch besser drauf. Nur eins ist zu viel, darf es nicht sein. Vielleicht, wenn man ein paar Achtel trinkt, vielleicht wird man dann richtig erotisch. Man weiß es nicht. Ich bin eigentlich Biertrinker. Bier und Romantik hängt schon zusammen, oder Bier und Erotik? Auch nicht, überhaupt nicht, weil da kriegt man Bierbauch und das ist nicht romantisch. Es gehört irgendwie dazu, aber es ist sicher. Das Wichtigste ist natürlich die Frau. Aber der Wein ist so wie man was halt auch hat. Das gehört dazu.